Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es um den Nassenhai der Verdunste gehen, sprich um die Möglichkeit der Varroa-Behandlung mit dem, wann ich den einsetze und warum ich den einsetze und wie ich den einsetze. Ich wollte euch das hier in der Praxis zeigen. Ihr seht es auch in der Praxis im Anschluss. Nur jetzt nicht live praktisch mitkommentiert von mir. Weil hier ist das Futter noch nicht leer bei den zwei Bienenvölkern, die habe ich einzeln stehen und die hatte ich gestern noch mal oder hatte ich gestern gefüttert und das ist noch nicht leer, habe ich ein bisschen zu großzügig reingeleert. Aber ich habe jetzt im Vorfeld zu dem, was ich jetzt gerade hier aufnehme, schon zwei Bienenstände den eingesetzt und da habe ich auch die Kamera mitlaufen lassen. Also das schneide ich euch dann alles mit rein. Jetzt zu Beginn vielleicht mal warum ich den einsetze. Also es gibt unheimlich viele Methoden, wie ich die Varroa-Milbe bekämpfen kann. Es gibt den Liebig-Dispenser, es gibt den Nassenheiter-Verdünster, es gibt das Mott, also Medizinflasche ohne Teller, Medizinflasche mit Teller, es gibt Schwammtuch von unten, Schwammtuch von oben. Allein jetzt mal nur die Ameisensäure zu beleuchten, dann gibt es ja noch unzählige andere Mittel. Da kenne ich mich nicht so gut aus oder in der Praxis nicht gut aus, weil ich eigentlich, seit ich Imker, immer nur mit Ameisensäure behandle. Das ist für mich einfach das Natürlichste. Oder nicht das Natürlichste, aber das Mittel, wo ich finde, also keine Rückstände im Wachs einfach. Und es wirkt ja. Also die Varroa-Behandlung ist ja das absolute kriegsentscheidende Thema, muss man sagen, wenn man Imkerei betreibt, weil sonst die Bienenvölker eingehen. Und ja, wie gesagt, ich arbeite im Prinzip mit zwei, drei Sachen. Das ist die Brutentnahme. Habe ich ja ein Video darüber gemacht, das verlinke ich euch mal noch für alle, die es nicht gesehen haben. Und ich arbeite dann im Wesentlichen mit dem Nassenheiter-Verdunster. Der Nassenheiter-Verdunster besteht aus vielen Teilen, aber wenn man ihn mal zusammengebaut hat, kann man ihn auf drei Teile reduzieren. Die Flasche, den Docht, den Tropfdocht und den Verdunsterdocht. Nein, in diesen drei Teilen lagere ich den auch ein. Hat für mich diesen riesen Vorteil, oder ja, so lässt sich das für mich einfach handhaben. Ne? Hier drin Ameisensäure 60%, Adduswert. Ich arbeite ja mit der Tannenbeuten, ist der komplett voll. Sollte komplett voll sein. Ja, und am Bienenstand ist einfach super schnell zusammengebaut. Also Schutzbrille, Säure brauche ich nicht in den Augen und Handschuhe. Ich meine, da passiert jetzt nicht wirklich viel, wenn man das auf die Hände kriegt. Das löst sich halt die Haut ein bisschen. Und es ist die nächsten Tage nicht angenehm, aber weil das kein Loch in der Hand oder so, aber es ist einfach angenehmer. Ne? Am Bienenstand einfach wird er bei mir so zusammengeschraubt und dann, ich mache es jetzt nicht, weil sonst Ameisensäure rausläuft und ich, wie gesagt, den hier nicht einsetze, dann stellt man den hier einfach drauf. Ne? Und ins Bienenvolk rein. Genau, und der Nassenheiter-Verdunster. Der gefällt mir ganz super, weil der eigentlich temperaturabhängig immer ungefähr gleich verdunstet. Also das Prinzip ist ja so, die Ameisensäure läuft hier vorne rein, über den Docht, der wird dann feucht, tropft hier vorne ab. Die tropft hier auf dieses Vlies. Und zwar eigentlich fast immer die gleiche Menge, egal welche Temperatur, also egal nicht, aber sagen wir mal von 15 bis 30 Grad funktioniert das wirklich super. Tropft immer die gleiche Menge ab und die Verdunstungsfläche wird einfach größer. Ne? Ihr müsst euch das ja vorstellen, wenn es jetzt unheimlich heiß ist, verdunstet die Ameisensäure hier unten super schnell. Also ich habe eine kleine Verdunstungsfläche. Wenn es jetzt kälter wird, wird der Fleck ja größer und damit habe ich eine größere Verdunstungsfläche und es verdunstet eigentlich dann in Summe genauso viel pro Tag. Na, das finde ich unheimlich toll. Dass das so funktioniert. Ich meine, es ist jetzt dieses Jahr ein Jahr wahrscheinlich, wo man nicht so die Probleme hat mit der Verdunstungsleistung. Ja, wir hatten vor 2 Jahren,
hatten wir nur 4 Wochen Regen im August. Und da hat der eigentlich schön durchgezogen, seine Verdunstungsmenge. Klar, er ist ein bisschen, sagen wir, relativ teuer, kosten 2 Stück, glaube ich, 17 Euro, 18 Euro. Aber ja, und der ist halt flach gebaut. Ne? Der Liebig-Dispenser, was ja relativ ähnlich geht vom Prinzip, ist höher gebaut. Er passt jetzt in meine Nikko-Futtertröge leider nicht rein. Ne? Das muss man sagen, also wenn man die Futtertröge umdreht, passt es leider nicht rein. Und deshalb habe ich hier notgedrungen so Holzrahmen, die ich dann einfach dazwischen setze. Das ist das Ärgerliche dran und das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Aber ich habe einfach Ruhe. Ne? Also der tropft dann vor sich hin, verdunstet so knapp 10 Tage. Also kommt er eben auf die Füllmenge und aufs Wetter an. Und in den 10 Tagen habe ich Ruhe. Ich meine, was noch eine Alternative, oder was ja viele machen, ist auch diese Schwammtuchmethode. Mehrmals, dann fahre ich halt 4-5 Mal dahin bis oder 3 Mal. Je nach Befall an meinen Bienenstand und mache das. Und so fahre ich halt einmal hin, brauche da zwar ein bisschen länger Zeit, aber habe dann Ruhe einfach, ne? Kann in den Tagen was anderes machen. Und deshalb gefällt der mir prinzipiell sehr gut eigentlich, auch von der Wirkung. Ich mache das jetzt gerade die Tage, weil jetzt bringen sie zumindest mal 4 Tage kälteres Wetter, so um die 20, 25 Grad. Da bietet sich das an, bei den Bienenvölkern, wo ich eben noch keine Brutentnahme gemacht habe, die zu behandeln. Und dann sind eigentlich alle meine Bienenvölker, bis auf die Jungvölker, einmal behandelt. Ne? Dann wird gefüttert nach der Behandlung und dann schauen wir mal, ob wir nochmal behandeln oder nochmal füttern oder wie es weitergeht. Ja, das ist im Prinzip so die theoretische Vorgehensweise. Jetzt vom Zeitaufwand, ich habe das mal im Rahmen meiner Meisterarbeit untersucht. Und durch das, dass man, ich meine, das hängt immer ab, wie weit die Bienenstände weg sind. Ne? Weil da ist natürlich die Fahrzeit, mehrmalige Behandlung spielt die Fahrzeit natürlich rein. Und jetzt bei mir auf dem Betrieb war das so, dass ich mit dem nassen Heiterverdunst auch eine Zeitersparnis habe. Das ist nicht groß. Aber sagen wir mal, sie liegt im gleichen Bereich wie jetzt mehrmaliges Behandeln mit anderen Methoden einfach. Also im Maximalfall mache ich 2 Behandlungen mit dem. Einmal im Prinzip Ende Juli, Anfang August und wenn notwendig ist, dann nochmal Richtung Mitte, Ende September. Und dann war es das. Und dann eben die Oxalsäurebehandlung noch. Ja. Ja, hier jetzt nun der versprochene Praxisteil in Anführungszeichen. Also einfach, ihr seht, wie ich den einsetze. Wenn man das richtige Wetter erwischt, kann man es auch total ohne Rauch machen. Die Bienenvölker sind jetzt von der Wabenstärke jetzt in dem Fall, wie gesagt, die kommen aus dem Wald. Haben entsprechend noch Waldhonig auch im Brutnestbereich, deshalb sind die nicht gefüttert, haben aber alle oben einen Futterkranz, dass da einfach eine gewisse Distanz ist zwischen Verdunstungsfläche und Brut, sodass es da eigentlich nicht wirklich Probleme gibt dann. Etwas unglücklich beim Nasenheiter wegen dem Zentimeter oder 1,5, was es sind, dass man diese Holzrahmen da hat, aber mei, so ist es. Und ja, wie gesagt, ich kann damit gut umgehen und vor allem, wenn man jetzt auch zu zweit arbeiten würde, geht es wirklich eigentlich sehr schnell. Und für mich, ich zeige es euch gleich nochmal, ich habe es noch gefilmt, 2-3 Tage später. Für mich ist es einfach von der Ameisensäure her die beste Anwendung, wenn es um das Bienenschonen geht. Eigentlich ziemlich angenehm, wenn es hier nur so 14, jetzt hat es in der Sonne schon 22, 23 Grad, aber im Vergleich zu 35 eigentlich ganz angenehm, so kann man es aushalten. Also ich habe jetzt heute auch einen relativ entspannten Tag, glaube ich. Ich meine, immer wenn man das sagt, passiert ja noch was. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, die behandelt. Ich werde jetzt nochmal
eine Befallskontrolle machen bei meinen Jungvölkern. Da werde ich nochmal die Schubladen einschieben. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was wir heute noch so machen. Ne? Honig schleudern oder Büroarbeiten, wir werden es sehen. So, jetzt sind wir ein paar Tage später, also am dritten Tag von der Behandlung mit dem Nassenhalter Verdunster. Wir haben es jetzt heute so 22 Grad. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie die Völker aussehen. Also wie die Verdunstungsrate einfach ist und ja, wie die Völker um den Verdunster sitzen, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ja, also man sieht, die sitzen jetzt nicht drauf auf dem Verdunster, aber sie sind jetzt auch nicht total von dem Verdunster zurückgezogen. Jetzt haben wir ja 3-4 Völker angeschaut, bei allen das gleiche Bild. Die sitzen eigentlich da, wo sie Platz haben. Sind jetzt nicht wie zum Beispiel bei der Schwammtuchmethode, dass man oben gar keine Bienen sieht, sondern die sich alle in den Boden zurückziehen. Also insofern glaube ich ein ganz gutes Zeichen für die Bienenverträglichkeit von dieser Anwendung. So, zu guter Letzt noch ein Blick in eine Windel von dem Jungvolk, also der Schublade unten, wo einfach sich alles sammelt, was aus dem Bienenvolk rausfällt, was wir nehmen, um den Varroa-Befall, den Milbenbefall zu bestimmen. Ja, so sieht es bei mir jetzt zum Beispiel an einem Jungvolk aus. Also ich nehme immer noch eine Lupe dazu, ne, obwohl ich schon, weiß nicht, hunderte Schubladen jedes Jahr sehe und auch die Varroa-Milben, glaube ich, schon ganz gut erkenne, aber mit Lupe geht es einfach ja, leichter. Das war es dann auch schon wieder von dieser Seite. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt sie wie gehabt gerne in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, Daumen nach oben, immer gern gesehen. Und dann wünsche ich euch noch was.